46 Jahre alt, seit Mai im Vorruhestand und vorher Grundschuldirektor in Osthessen. Jetzt sitzt dieser Mann aus Göttingen in Untersuchungshaft. Der Vorwurf: sexueller Missbrauch von Kindern und die Herstellung und Verbreitung von kinderpornografischem Material. Eine Katastrophe ist sowas. Ganz schlimm. Und je mehr das Lehrkörper sind in jeglicher Form oder Trainer, sowas darf es überhaupt eigentlich nicht geben. Ne? Ich verstehe die ganze Welt bei sowas nicht. Dass Menschen überhaupt sowas machen, ne? Das ist und man gibt das Kind in die Schule und denkt, na, alles ist gut oder in den Sportverein oder und dann sowas, ne? Seit Mitte Dezember sitzt der Mann in U-Haft. Nicht nur als Grundschulleiter hat er viel mit Kindern zu tun gehabt. Von den Mitgliedern seines Jugendchors hat er ein Glas geschenkt bekommen, gefüllt mit Zetteln von A bis Z, die seine besonderen Charaktereigenschaften als Chorleiter hervorheben sollten. In Rothenburg kennen den Mann viele. Ich meine, ich kannte ihn, wie er hier angefangen hat zu lehren hier an der Schule. Da kannte ich ihn als vernünftigen Menschen und jungen Lehrer, aber dass dann sowas dabei rauskommt, hätte ich nie gedacht. Und es wäre auch schade, wenn durch sowas das Vertrauen in die Lehrerschaft oder auch in die Kindergärten, in die Erzieher halt, wenn das dadurch getrübt wird. Das wäre halt schade, weil die machen ja an sich auch eine gute Arbeit. Nicht nur an sich, die machen eine gute Arbeit. Noch laufen die Ermittlungen. Erste Hinweise kamen aus den USA. Dort scannen Diensteanbieter im Internet die auf ihren Seiten hochgeladenen Inhalte und sind auf kinderpornografisches Material gestoßen. Seitdem ermittelt auch die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt. Ob womöglich auch Kinder von der Grundschule in Rothenburg an der Fulda betroffen sind, werde noch ermittelt. Durch die Arbeit als Chorleiter in Vereinen und der Schule war der Tatverdächtige für viele Kinder eine Vertrauensperson. Er ist sogar auf einem Plakat in Rothenburg abgebildet. Sein Gesicht wurde darauf aber mittlerweile zerstört. Das ist für Kinder natürlich immer noch mal schlimmer, weil das sind Menschen, denen man vertraut. Also es ist ein ganz großer Vertrauensbruch, der da stattfindet. Und es ist nicht der böse Fremde vielleicht aus dem Park, wo man einfach das auch ein bisschen besser abstempeln kann. Der hat was Böses getan, das ist ein böser Mensch, sondern das sind Menschen aus dem oft ja auch aus dem familiären Umfeld, aber da auch in Schule oder Verein, denen man vertraut. Und das betrifft natürlich bei den Kindern das ganze Bindungs- und Beziehungsverhalten. Also es fällt ihnen wesentlich schwieriger, irgendwann wieder erwachsenen Menschen zu vertrauen. Sexueller Missbrauch an Kindern ist in Deutschland keine Seltenheit. Im Gegenteil, die Zahlen der allein polizeilich erfassten Taten ist konstant hoch. 2020 sogar mit einem Höchstwert. Dabei sind Mädchen mehr als doppelt so oft betroffen wie Jungs. Und die Zahlen zeigen nur versuchte oder vollendete Straftaten, die der Polizei auch bekannt sind. Die Dunkelziffer wird viel höher geschätzt. Und immer wieder sind es auch Vertrauenspersonen, wie vor wenigen Wochen beim Fußballverein Wien Wiesbaden. Sven B. ist dort Jugendtrainer und sitzt jetzt auch in Untersuchungshaft. Auf seinem Handy fand die Polizei belastende Aufnahmen. Auf diesem Mobiltelefon wurden dann Videosequenzen festgestellt, die zeigen, dass der Beschuldigte sich im Oktober 2021 an mehreren minderjährigen Jungen sexuell vergeht. Es handelt sich insgesamt um 7 Fälle. Die Besonderheit ist die, dass die Jungen, also die Opfer, jeweils reglos bzw. besinnungslos wirkten, sodass der Verdacht besteht, dass sie zuvor durch Rauschmittel gefügig gemacht wurden. Erst letztes Jahr hat die Bundesregierung schärfere Gesetze bei sexuellem Kindesmissbrauch beschlossen, die teilweise seit Anfang des Jahres in Kraft getreten sind. Darunter fällt zum Beispiel auch, dass verurteilte Täter bei sexuellem Kindesmissbrauch jetzt mindestens 1 Jahr und bis zu 15 Jahre ins Gefängnis müssen. Vorher war nur eine Maximalstrafe von 10 Jahren möglich. Außerdem wird die Verbreitung von Kinderpornografie härter bestraft. Bis zu 10 Jahre sind möglich, vorher war es maximal nur die Hälfte. Auch der Besitz von Kinderpornografie ist inzwischen eine Gefängnisstrafe von bis zu 5 Jahren wert. Davor konnte man sogar mit einer Geldstrafe davonkommen. Außerdem soll die Strafverfolgung erleichtert werden. So kann man jetzt als Verdächtiger schneller in Untersuchungshaft gesteckt werden, besonders bei schwerem sexuellem Missbrauch, auch mit Todesfolge oder auch gewerblicher Verbreitung von Kinderpornografie.
Aber wie kann ich erkennen, ob mein Kind von sexuellem Missbrauch betroffen ist? Was ein großes oder oft ein großes Merkmal ist, ist so ein Rückzug, ein innerlicher Rückzug. Das Kind verschließt sich immer mehr, spricht weniger mit den Eltern, zieht sich zurück. Selbstverletzendes Verhalten kann dazukommen, wie Ritzen, Haare reißen, solche Sachen sind immer auffällig. Aber auch genau das Gegenteil, dieses externalisierende Verhalten, selber sich sexuell übergriffig zu zeigen, einfach, das ist genau die Gegenseite, aber das kann auch passieren. Wie kann ich meinem Kind helfen? Meiner Meinung nach ist ganz wichtig, da das Tempo des Kindes bestimmen zu lassen. Also nicht, auch wenn man als Eltern den großen Wunsch hat, das jetzt unbedingt wissen zu wollen, vielleicht einfach immer Gesprächsangebote machen und da aber das Kind das Tempo bestimmen lassen, vielleicht mit Verhaltensveränderungen konfrontieren. Ich habe gemerkt, du ziehst dich immer mehr zurück. Wie geht's dir? Möchtest du mit mir drüber sprechen? Und wenn man merkt, das Kind macht dicht, in dem Moment auch nicht weiterbohren, sondern vielleicht am nächsten Tag nochmal drauf eingehen oder dem Kind aber auch die Möglichkeit geben, mit jemand anderem darüber zu sprechen. Vielleicht zu sagen, vielleicht willst du lieber mit deiner großen Schwester drüber sprechen oder mit der Oma, wenn man sich als Elternteil da vielleicht auch unwohl fühlt. Aber immer wieder das Angebot machen, signalisieren, dass man da ist, aber nicht das Kind damit überfordern. Das zuständige Schulamt will jetzt möglichen Betroffenen Hilfe anbieten. Auch eine Hotline soll eingerichtet werden.